TV Kärnten und Kärnten Events wünschen viel Spaß mit dem Unterzwänger Fasching. Du bist auf, bringst den Himmel zum Beben und Schwung in mein Leben, denn du bist gut drauf. Schauen Sie sich diese Babys an, hä? Die Fratzelen. Sind das nicht deine Musterstickchen? Ja, lieb, ja. Für das da, für das habe ich 4 Stunden gebraucht. 4 Stunden ist aber schon ein bisschen lang, gell? Der Karl-Heinz Grasser, voll im Schale, lebt heute noch gut von den Skandalen. Und glaub, er ist der Allerbeste mit seiner weißen Unschuldsweste. Ein Mann, den auch jeder kennt, ist unser Bundespräsident. Und dort tun alle Leute schauen auf seine buschigen Augenbrauen. Der Feimann, sonst kein großer Kracher, den kennt man leider für seine Locher. Der Seppi Bröll mit rundem Gesicht, sein Markenzeichen ist das Gewicht. Rund, wo sind die Rosen? Burschen, Burschen, der Dachstuhl ist voll braun. Gäh, ja. Gut, dass du sagst. Jetzt wissen wir, es brennt oben. Ja, aber ich gehe auf die lange hohe Leiter, sie haben nicht auf. Nein, ja, ich nicht. Na, steig halt der Sepp auf. Ja. Habt ihr denn überhaupt noch alle? Sitzt noch gemütlich um und bei Meier brennt der Dachstuhl ab. Karl, erstens einmal. Sitzen wir nicht gemütlich um, sondern wir besprechen den Brandeinsatz. Und zweitens, brennt nicht der Dachstuhl von Meier, weil das jetzt ganz ordentlich ausrauchen bei den Ohrwaschel. Brennen tut der Dachstuhl von seinem Haus. Machen Party vor der Bauer und noch mehr. Ja, wir wachsen mit dem Popo hin und her. Ja, sag einmal, bist du nicht zum Doktor gegangen? Woll, woll. Jawohl. Jetzt ein Doktor Weidmann rein. Zum Weidi. Da habe ich mich gleich untersuchen lassen. Ja. Nach der Untersuchung habe ich gefragt, Herr Doktor, was fehlt mir denn? Sag auch nichts, hast du eh schon alles. Heute darf man nicht so lang bleiben, da im Gasthaus. Heute ist ein gutes Fernsehprogramm. Ein Gruselfilm, genau für uns zwar richtig. Das Schweigen der Lämmer in den Geldtaler Almen. Bah. Und nachher kommt noch ein schöner Jagerfilm. Wolfsblut in der Hauptrolle mit Josef Martins. Hat sich mein Baum leckriert, Stierle hat's wohl dankspielt. Und dann ein Monat später hab ich ein Schreiben. Und dann ein Monat später hab ich ein Schreiben gekriegt. Und einer, der heute die Million knacken will, das ist unser erster Gast, der Johann Sauschädel aus Kani. Herzlich willkommen! Grüß Gott, Herr Sauschädel. Grüß Gott. Herr Johann Sauschädel. Wie geht's? Nicht mehr lang. Was, nicht mehr lang? Sie hat mich umtaufen. Johann Sauschädel? Sie hat mich umtaufen. Habe ich schon angerufen beim Ministerium. Geht? Wir wollen es noch heißen. Franz. Aha. Der Seppi Bucher weiß genau, ihn kann man würgen, er wird nicht blau. Und von der Klavierschnick tut man Herrn, der will im Parlament gebären. Beim Landeshauptmann weiß man eh, seine Markenzeichen sind die Schmäh, die aber andere macht und drüber alleine gelacht. Und umso mehr ist er beliebt, wenn er an die Hand noch gibt. Drum zählt halt oft wer prominent und den im Land auch jeder kennt. Ich kann das Ganze nicht verstehen, weil ich habe meine Promis gefunden. Ich bin ein Fan von euch da unten. Leider noch!